Hi ho, willkommen zurück hier bei Monster Hunter Rise, dem Solo-Projekt. Beim letzten Mal haben wir gegen Rathalos gekämpft. Und wie ich ja schon angekündigt habe, habe ich zwischen den Folgen, zwischen der letzten und der jetzigen, unser Morph-Axt-Set quasi zusammengefarmt. Deswegen möchte jetzt auch hier der nette Älteste mit uns reden, der Vogen. Ah, genau, der Jäger, den ich sehen wollte. Warum? Na, dieser Tag erledigt so Quests schneller als hier nur eine Schachtel Dango. Also im Namen der restlichen Dorfbewohner gebe ich dir das als Dank, ein Kamura-Schein. Nur nicht nachlassen, Frischling. Genau, ich glaube, wir haben auch noch diverse Buddy-Scheine und sowas. Ich habe keine Ahnung. Ja. Das ist halt alles passiert, während ich so fröhlich Sachen gesammelt habe. Ich lese das mal nicht mehr vor, weil das immer dieselben Texte sind. Ich habe auch hier offscreen den Handel geändert. Ich habe mal gemacht, dass der zweite nicht mehr Nitropilze sammeln soll, sondern Donnerkäfer. Ja, was den Vorteil hat, dass wir dann damit Schockfallen quasi kombinieren können, ne? Weil momentan, ich sag mal so, einige Quests waren ein bisschen nervig. Ich habe nicht alles Material und so bekommen. So, die haben uns hier reichlich viel mitgebracht, nice. Ich habe nicht immer alles gekriegt an Materialien, die ich brauchte anfangs. Also dachte ich mir so, gut, fange ich mal an, die Monster selber zu fangen. Ne, weil Fangen erhöht die Chance. Gibt am Ende in der Belohnungstruhe mehr Belohnung, wenn man fängt. Ne, natürlich fällt dann das Ausnehmen des Monsters weg, aber man kriegt am Ende in der Belohnungstruhe mehr Belohnung und da hat man dann wiederum eine erhöhte Chance, seltenere Materialien zu bekommen. Und das wollte ich halt ausprobieren. Allerdings hat das so mehr oder minder geklappt, weil ich erst keine Fallen hatte. Das heißt, ich musste ein paar Kamura-Punkte ausgeben, um hier die Netze zu kaufen. Deswegen sieht man jetzt auch hier, ne, ich habe ein paar Tränke verbraucht, Gegengift und so. Ich habe ein bisschen Rathalos gemacht. Nehmen wir mal unseren Vorrat hier. Und ich habe mir hier halt Netze geholt für Kamura-Punkte bei der Rondin, bei der Händlerin, bei der wir gerade waren, ne? Aber das will ich nicht immer machen, ne? Ich will lieber halt mit den Donnerkäfern hier Schockfallen machen, weil davon haben wir quasi schier unendlichen Vorrat, denn die Fallengeräte können wir mit Zenny kaufen, also mit Zenny, also mit Geld. Und die werden einfach mitgebracht von den Palikos, beziehungsweise von unseren Buddies. Und dann passt das. Ja, und dadurch, dass wir die Morph-Äxte gebaut haben, sind wir scheinbar über 8 gekommen, weil das waren auch noch ein paar Upgrades und so. Ich habe nämlich gar nicht mitgezählt, aber der Meister Tsushi will auch mit uns reden. Das nehme ich ja auch noch mit rein in die Folge. Moin Ass, wie ich sehe, hast du fleißig mit allen möglichen Waffen experimentiert, was? So viel harte Arbeit gehört belohnt, deshalb möchte ich dir ein paar neue Wechselkünste zeigen. Mit der richtigen Kombination bist du unschlagbar. Sei kreativ und probier dich durch, bis du die richtige für dich findest. Genau, jetzt haben wir halt für die Morph-Axt den Vorwärts, den Kopfüberhieb oder so, Vorwärtskopfüberhieb. Der ist aber nicht so gut. Würde ich persönlich nicht nehmen. Und, jetzt zeige ich euch nochmal kurz bei der Ausrüstung. Wir werden jetzt erstmal Sets erstellen, ne? Das ist ja unsere... Ach, Moment, da fällt mir was ein noch, bevor ich das mache. Gehen wir nochmal in ein normales Dorf. Ich will euch jetzt nicht verwirren hier in der Versammlungsstätte. So, gehen wir nochmal zum Schmied. Denn als ich die Rüstung gebaut habe, ist mir Folgendes aufgefallen beim Verbessern. Dass wir die Handschuhe hier wieder verbessern können. Ne, fünf Stufen, zack. Ist immerhin etwas, ne? Wir haben wenigstens auch beim Bogen-Set stabilere Verteidigung. So, jetzt werden wir ganz kurz ein Ausrüstungsset machen. Wir werden hier das speichern, jupp. Werden das sogar umbenennen. Und nennen das einfach Bogen, ne? Guck mal, hat er hier schon, ne? Die ganzen Monster-Hunter-Vorschläge, voll gut.
So, Menace Bogen. Das wird unser Bogen-Set. Dann präsentiere ich euch jetzt unser Morphax-Set. Das sind unsere Morphaxe. Ne, wir haben Rathalos mit Kraftfiole und Feuerelement. Die Kesu-Axt mit Elementfiole und Donnerelement. Die Bariot-Axt, also Bernsteinhieb, heißt die mit Eiselement und auch Elementfiole. Und die Ludrod-Axt mit Wasserelement und auch Elementfiole. Und da werde ich euch nämlich jetzt gleich in diesem Trainingsbereich das nochmal kurz demonstrieren, warum ich mehr die Elementfiole bei Fiolentyp hier spiele, statt der Kraftfiole. So, die rüsten wir aus. Und jetzt haben wir hier die Nagakuga und die Volvidon zusammen. Ne, das ist ja unsere Kombination. Ja, ich habe mir das Rathalos-Set auch noch gebaut. Ich sage euch auch gleich warum. Beziehungsweise kann ich das gleich nochmal zeigen. Da fehlt uns noch der Helm. So, das hätten wir auch erledigt. Haben wir hier noch irgendwas, was helfen könnte? Hungerwiderstand, kritischer Blick, Konstitution, Erholung hoch. Ich glaube, ich bleibe erstmal dabei beim Foyer. Glaube ich, behalte ich auch erstmal den, den wir jetzt hier haben. Ja, der ist ein guter, eine gute Balance. So, ich werde mal kurz bei der Deko-Rüstung. Ne, Sets haben wir ja gar nicht. Kurz mal gucken, ob wir irgendwas anderes haben. Ich will jetzt nicht so die ganze Zeit rumlaufen, wenn ich ehrlich bin. Aber scheinbar müssen wir es erstmal noch. Ja gut, wir haben jetzt nichts anderes. So, die anderen sehen so ein bisschen strange aus. Na gut, bleiben wir erstmal dabei. Ich habe mir nämlich noch, das zeige ich euch besser in der Wunschliste, mir hier nämlich noch das Nagakuga Langschwert reingepackt und halt in den Rathalos Helm. Ihr seht, was mir fehlt, ne? Bei Nagakuga fehlt mir der Schwanzdorn zweimal und bei Rathalos Helm eine Platte. Habe ich leider gar kein Glück gehabt, habe ich beides nicht einmal bekommen. Aber ich wollte jetzt auch halt eben hier die Aufnahme starten, damit ich jetzt hier nicht ewig Zeit verplemper. Und das Rathalos-Set, sage ich mal, also die Rathalos-Rüstung plus das Langschwert von Nagakuga sollen in Zukunft eben so eine Antwort für alles sein. Das habe ich mir jetzt einfach nur optional mitgebaut in dieser Farming-Session, weil ich gerne ja, was haben wollte, bei dem ich halt nicht auf Element angewiesen bin, ne? Weil aktuell haben wir viel Elementsachen, bei den Bögen benutzen wir Elemente, bei der Morphax jetzt auch. Deswegen wollte ich da eine Antwort mal aber haben auf alles, also so kompletter Rohschaden. Und das Langschwert werde ich dann in Zukunft eher nutzen für Farming-Sessions, also für Offscreen-Sachen. Dafür ist das Langschwert gedacht, weil das geht einfach schneller. Ich hatte nämlich immense Probleme bei dem Morph-Axt-Set, als ich das gebaut habe, beziehungsweise als ich das bauen wollte, bestimmte Teile zu bekommen. Beispielsweise brauchte ich für die Nagakuga-Rüstungsteile und auch für die Bernstein-Morphaxe, also für die Bariot-Morphaxe, brauchte ich jeweils von den jeweiligen Monstern, von Bariot und von Nagakuga, den Schweif. Und der ist mit Bogen nicht so geil abzutrennen, deswegen habe ich da das Feuerlangschwert genommen, welches wir am Ende von Magna Malo bekommen haben, von der Story her. Ja genau, ich behalte nämlich den Vorwärtshieb und hier beim unbesiegbaren Gambit können wir noch den Himmelshohe Wyvern-Klinge nutzen. Ich bleibe erstmal beim unbesiegbaren Gambit. Die Himmelshohe Wyvern-Klinge ist zwar auch cool, aber die bringt nur was, wenn wir Monster besiegen oder Monster bekämpfen, die uns nicht so viel Schaden machen. Ihr werdet noch sehen, warum. Obwohl, wir können sowieso momentan nicht die Aufladeart ändern, also nehme ich sie doch mit rein. Wir brauchen noch die dritte oder die zweite Wechselkunst hier, die noch fehlt. Ja, auf jeden Fall habe ich dann das Langschwert hier genommen. Zeige ich euch auch nochmal kurz. Das hier, das gebrauchte Langschwert. Das habe ich dann genommen, um den Schweif abzutrennen. Habe halt gemerkt, oh hier, ich bin mit Langschwert echt ein bisschen besser und
halt stärker, was das betrifft, was die Monster schnell zum Abtrennen von Teilen betrifft und sowas. Deswegen dachte ich mir, okay, komm, ich mache mir jetzt einfach das Nagakuga-Langschwert und eine Rathalos-Rüstung, weil Rathalos-Rüstung hat halt Angriff hoch als Effekt. Und das war halt der Grund, warum ich dann wollte, oder warum ich mir dann selber gesagt habe, okay, ich will nochmal das Langschwert und die Rathalos-Rüstung dazu bauen, damit ich in zukünftigen Farming-Sessions halt eben schneller farmen kann. So. Okay, jetzt sind wir hier. Wir haben mit der Morph-Axt die Möglichkeit halt so zu kämpfen, ne, in diesem Modus. Wie ihr seht. Wir können aber auch in dem hier kämpfen. Und jetzt könnt ihr mal gucken, diese Leiste, die wir da haben, diese Schwertleiste, lädt sich ja auf, immer wenn ich das hier mache. Ne, jetzt habe ich natürlich durch dieses Schwingen hier, wenn ihr hier mit der Morphax so schwingt und das mit diesem Niederschlag hier beendet, dann lädt sich das halt auf. Da habt ihr so eine komische Pfeile an der Seite, neben dieser Schwertleiste oben halt, ne. Die boostet halt eben das Ding, wenn ihr im Schwertmodus angreift, dass dann das Schwert, der Rahmen oder die Kontur um das Schwert herum sich schneller auflädt. Ich warte nur kurz, bis die weg ist, damit ich euch kein verfälschtes Ergebnis hier präsentiere. Ja, wir können hier ein paar Rationen fressen. Das ist eigentlich egal. Im Trainingsbereich habt ihr unendlich Items. Deswegen könnt ihr das ruhig nutzen. So, dann zeige ich euch nämlich gleich, wenn die Pfeile da weg sind. Oder ich kann ja, glaube ich, die Waffe auch wechseln. Dann gehen die von alleine weg. Dann geht das schneller. Wechseln wir mal auf den Bogen. Bup. Und dann wechseln wir auf den Morphax zurück. Zack. Und dann müsste es weg sein, ne? Oder auch nicht. Jetzt ist es weg. Okay. So. Jetzt seht ihr diese Kontur um das Schwert, die ja weiß ist. Ne? Jetzt achtet mal darauf, wie lange es dauert, wenn ich jetzt hier im Schwertmodus draufhaue, wie lange die Kontur braucht. 1, 2, 3, 4. Ich zähle einfach mal die Schläge, ne? Wir machen mal nur den. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und wir brauchen sogar noch einen 13. Schlag. Oder 14. Gut, 13 haben wir gereicht. So, jetzt haben wir diesen aufgeladenen Modus. Im aufgeladenen Modus, wie man sieht, kommen so Mini-Explosionen des jeweiligen Elements, was die Morphax halt besitzt. Und wir können mehr zurückmorphen, sogar im Axtmodus diese Explosion machen, wie ihr seht. Na, das ist hier eine ganz coole Kombo dann. So. Aber ja, wir haben jetzt 13 Schläge gebraucht, um ich bewege mich einfach mal durchs Dorf. Ich glaube, dann geht das besser. So, wir haben 13 Schläge gebraucht, um mit der Kraftfiole quasi das Dingens aufzuladen. Also diesen Schwertmodus, diesen aufgeladenen Schwertmodus zu bekommen bei der Morphax. Jetzt nehme ich aber mal zum Vergleich halt einfach hier die Donnerachse, ne, oder was hat so vergleichbare Werte. Der hat ja hier 19 Element mit 120 Angriff. Ja, nehmen wir mal hier den Bernsteinhieb. Der hat ja deutlich weniger, ne? Der hat auch 19 Element, aber weniger Angriff. Aber gut, mehr Affinität. Ich glaube, das verfälscht es halt auch. Egal, wir nehmen jetzt einfach irgendeine. Es ist völlig egal. Ich will euch bloß zeigen, dass es halt an dieser Fiole liegt und nicht irgendwie an dem Element oder so. So, jetzt können wir nochmal zählen. Ne? 13 Schläge waren es ja mit der Kraftfiole. Jetzt zählen wir nochmal. 1, 2, 3, 4. Und ihr seht es schon, ne? 5, 6, 7. Also die Hälfte ungefähr, ne? Wir brauchen nur die Hälfte an Schläge. Und dann haben wir da schon den Modus halt erreicht. Und deswegen bin ich so mehr der Fan davon. Mal ein bisschen zeigen, was wir so können, ne? Zack. Kann auch hier noch das machen. Ja, den Modus aufladen, aber egal, gut. Ich schweife ab. Ich will viel zu viel Zeit verplempert. Aber das wollte ich euch bloß zeigen. Das ist halt der Sinn dahinter oder der Grund, warum ich gerne
diesbezüglich den, kurz mal Waffe wechseln. Oh, bleiben wir einfach dabei. Warum ich diesbezüglich gerne die Elementfiolen verwende. Weil das zu meinem Spielstil in dem Sinne besser passt. So, auch hier speichern wir das Setup. Und benennen es um. In Morphaxt, ne? Hier, perfekt. Haben wir schon gute Vorschläge. Genau, und jetzt können wir jederzeit wechseln. So, und dann haben wir noch eine kleine Neuerung. Vielleicht schaffen wir das noch in dieser Folge. Mal gucken, was wir machen müssen. Und zwar haben wir eine neue Spezialzulassung. Yay, die kam in der letzten Folge, nachdem wir Rathalos besiegt haben, kam die dazu. Da ich aber nicht mehr mit Hinoa hier gesprochen habe, haben wir es nicht gesehen. Ja, wir können dann mal gucken. Der spezielle Zulassungstest will, dass wir 3 Monster machen. Dafür, wie schnell du durch die Quest jagst, hast du dir die Chance auf einen Spezialzulassungstest verdient. Wenn du ihn bestehst, darfst du 3 Sterne Versammlungsstättenquests annehmen. Juhu, viel Glück. Ja, aber die werden wir, glaube ich, jetzt nicht mehr schaffen. Was kann ich denn jetzt noch schaffen in der Zeit? Ja, Mizutsune wird auch nicht wirklich möglich sein, oder? Ja, ich weiß nicht, ich habe einfach zu viel gerade wieder geredet. Hab ich hier noch irgendwas, was wir so machen können? Es gibt halt nichts mehr, ne? Ja, wir probieren es einfach mal. So, Spezialzulassung. Da haben wir Groß-Izuchi, der Bishaten und Magnamalo. Haben die eine gemeinsame Schwäche? Der Groß-Izuchi ist gegen Donner empfindlich. Okay, der Bishaten ist gegen Eis oder Feuer. Wie sieht Eis oder Feuer beim Groß-Izuchi aus? Ja, nicht viel, ne? Obwohl das Groß-Izuchi egal ist. Und Magnamalo hat ja definitiv Wasser, ne? Den werde ich auch mit Wasser machen. Na. Na gut, dann gehe ich erstmal mit Donner da rein, würde ich sagen. Und dann probieren wir es einfach mal. Ja, und ich habe während dieser Trainingssession, also Trainingssession ist auch wieder falsch, während der Farming-Session habe ich natürlich nicht Scheine benutzt, ne? Habe ich auch alles? Ja. Ja, also während ich die Session da gemacht habe, diese Sammler, diese Materialsammel-Session so rum, habe ich natürlich keine Gutscheine benutzt. Ich habe einfach immer so auf gut Glück gegessen. Ohne den Schein und musste halt darauf hoffen, dass die Effekte halt ausgelöst werden. Ah, die Monster kommen nacheinander. Das ist relativ erfreulich. Aber wir werden das zeitlich so gar nicht schaffen, glaube ich. Ah, mal gucken. Vielleicht wird es dann das erste Mal sein, dass ich die Folge quasi mittendrin, mitten auf der Quest beenden muss. Weil ich jetzt echt gar keine Ahnung habe, wie lange das dauert. So, kriegt erstmal die volle Entladung rein. Bam, und dann können wir den Gambit hier, den himmelhohen Wyvern-Tritt machen, zack. Dann lade ich mal hier auf. Und der Bishaten wird gesichtet. So kurz, bis ich Aufladung habe. Ich hab grad Pech, ne? Ich erwisch's gerade nicht. So, und dadurch, dass wir Ausweichchance schon so hoch haben. Okay, ja gut, ich muss aufpassen. Ich habe mir wieder keine Tränke mitgenommen, ne? Bin wieder gleich losgestürmt, wie immer halt. Können wir ja nicht anders. Ja, das ist halt so der andere Nachteil mit der Morphaxt.
Und wird jetzt nochmal darauf hingewiesen, dass wir schärfen sollen, weil wir noch nie eine Waffe hatten, mit der man schärfen kann. Machen wir mal. Wow. Schillmark. Ja, und das Gute ist halt, jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, alter krass, das ging ja mega schnell. Je mehr Monster ihr auf einer Quest jagen sollt, also je mehr Ziele ihr aktiv habt, desto weniger Leben haben die. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wenn ihr auf einer Quest seid und mehrere Monster seht, ne, ihr seht zum Beispiel jetzt, okay, mein Hauptziel ist Magna Malo, aber ich sehe hier noch Azuros und, keine Ahnung, Rathalos, dann heißt das natürlich nicht, dass da auch die Leben geteilt sind. Die sind nur geteilt, also beziehungsweise die Monster haben einen verringerten Life-Pool, also einen verringerten Lebenspool in dem Sinne. Wenn alle Monster eure Ziele sind. Ne, wir haben jetzt ja das Ziel, erlege 3 Monster. Das ist ja speziell unsere Aufgabe. So, der haut auch gleich ab. Und wir müssen auf jeden Fall die Waffe wechseln, sobald Magna Malo da ist. Gehe ich nochmal zurück ins Camp, um einmal die Tränke zu holen. Ne, zum einen. Und zum anderen, um auch die Waffe zu wechseln. So, und jetzt seht ihr auch, warum ich Ausweichdistanz brauche. Ne? Mein Spielstil mit der Morphax ist halt... Ich roll gerne, beziehungsweise habe keine Lust, immer die Waffe ein- und auszupacken. Und deswegen nutze ich das halt eben so aus, dass ich die Ausweichdistanz für mich halt die Arbeit machen lasse in dem Sinne. So, aber hier die Scharten, das ist halt der Grund. Für so ein Monster würde ich zum Beispiel, weil es einfach zu klein und zu flink ist, weil sich diese Entladung nicht lohnt, wie ihr ja gerade seht. Es ist einfach zu schwierig, die irgendwie an Mann zu bringen. Da würde ich die andere Wechselkunst nehmen. Leider haben wir die noch nicht. Okay, er hat mich gar nicht getroffen eigentlich mit dem Gift. Er hat mich mit seinem Schweif getroffen. Also an seinem Schweifende hat er das Gift festgehalten. Er hat mich aber mit seinem Schweifursprung getroffen, ne, mit dem Anfang. Also eigentlich ein bisschen unlogisch. Ja, die Schaden ist halt ein sehr nerviges Monster mit Morphax. Also mit dem Stil zumindest. Hier hätte ich gerne... einen anderen Stil gehabt. Nicht mit diesem, mit dieser Entladung, sondern mit dieser kürzeren Entladung, die mehr fokussiert ist. Und dann kriege ich auch ein paar mehr Hits rein. So, hier, wenn man immer wieder das macht, diese Wechselkunst, mit der wir unsere Leiste halt um die Hälfte wieder aufladen, können wir tatsächlich diese Ladeanimation sparen. Ne, zack, und dann ist einfach flupp. Dann ist unsere Leiste auch schon wieder ready. Na, aber gut, dass mich das trifft, ist zwar klar. Okay, was wir auch machen können, ne, das machen auch viele. Die packen ihre Waffe ein, rufen ihren Hundi und schärfen dann die Waffe. Ne, kann man auch aktiv nutzen. Ja, weil so könnt ihr euch bewegen, agil bleiben quasi, ne, im Kampf.
Ja, genau. Mit Tränken möglich halt. Ah, er lässt mir gerade überhaupt nicht... er schmeißt mich gerade die ganze Zeit hin und her. Er lässt mir überhaupt gar keine Möglichkeit, überhaupt gegen ihn kämpfen zu dürfen. Also gerade entscheidet sich Bichard, ich darf das Spiel nicht spielen. Ich muss zugucken, was er macht. So, wir probieren mal was. Mal so eine normale Entladung. Das ist natürlich die... Na, schade. Leider eine sehr, sehr große Zeitverschwendung, die wir hier gerade an den Tag legen. Ja, wenn wir später Glück haben und so, dann können wir tatsächlich im hohen Rang unsere Waffe so weit meistern. Oder meistern ist falsch. Das Equipment so gut ausbauen, sagen wir es mal so. Dass ich auch Scharfschwert und sowas habe. Ne? Also dass wir eine Zeit lang, wenn ich die Waffe geschärft habe, die Schärfe sich nicht ändert und sowas. Also hier Schutzpolitur. Du sollst abspringen. Ich liebe es, wenn Sachen funktionieren. Ja, was ihr auch wahrscheinlich gerade gesehen habt, immer wenn ich hier diese Käfer benutze, mit dem Sprung. Ui, der ist auch von der Ausweichdistanz betroffen. Was ein sehr cooles Gimmick ist. Ich nenne es jetzt auch immer Gimmick. So, damit werden Bichard besiegt. Wir könnten Magna Malo tatsächlich auch noch schaffen. Leider ist er auch so ein Kandidat, der ein bisschen nervig wird. So, dafür gehen wir ins Hauptlager zurück, weil ich natürlich meine Items vergessen habe. So, wir wechseln die Morph-Axt auf Wasser. Das ist nämlich die Hauptschwäche von Magna Malo. Füllen hier alles nochmal auf. Weil ich ja leider so unvorsichtig war und Tränke vergessen habe mitzunehmen. Jetzt nehmen wir hier all die Sachen mit. Essen nochmal für unsere Ausdauer. Das passt schon. Und nutzen das obere Camp. Das obere Lager, damit wir hier schnell hier hinkommen. Und jetzt sehen wir es nochmal hier so. Hui. Und hui. Gibt es nämlich hier einen Seilkäfer-Spot. Den habe ich noch nicht benutzt, aber den kenne ich halt. Weil ich den selber sehr oft benutze. Und in der Zeit verarscht uns einfach mal Magna Malo und verzieht sich woanders hin. Man kennt's. So. Hab ich das noch mit? Den noch mit? Hier vielleicht noch eine Nebelschnecke. Und dann schauen wir mal. Das hier ist sehr, sehr gefährlich bei Magna Malo, dieses Ranheften. Na, so wie man so gesagt. Aua. Okay. Kannst du wieder vergessen mit der Entladung. Okay, dann wird es nicht exploden.
Noch nicht. Auf den Kopf. Ja, wir kriegen jetzt Schaden, ne? Also wenn wir hier dran geheftet sind, wir sind nicht unsterblich. Sondern Magna Malo macht uns schon Schaden in der Zeit. Deswegen sind diese, also dieses Ranheften hier, ist zwar nice, ne? War damals in Monster Hunter World auch immer schon ganz cool. Hier ist bloß der Unterschied zu World. Wir können nicht wirklich runtergeschmissen werden. Also es gibt gewisse Situationen, da fallen wir einfach runter. Das liegt dann daran, wenn das Monster zum Beispiel wegläuft. Also wenn das Monster halt vorhat. Ja, egal, ich will jetzt das Gebiet wechseln. Dann werden wir halt von diesem Reitenmodus einmal oder diesem Ranheftmodus natürlich dann automatisch befreit. So, dann fallen wir runter. Und ich glaube, wenn es bestimmte Attacken macht. Ich glaube, es gibt halt Fähigkeiten, da wird es so quasi ähnlich in so einem, ja, jetzt ist es gerade mal nicht angreifbar Modus. Also man macht zwar schon Schaden, aber man kann sich jetzt nicht ranheften. Dann fällt man halt auch runter. Also es gibt diverse Sachen, wo wir runterfallen, aber im Normalfall, wenn wir jetzt so kämpfen, lässt unser Jäger nicht mehr los. Das heißt, wenn er dann sowas hier macht und wir sind dran an dem Monster, kriegen wir den gesamten Damage. Also wenn er hier so eine Explosion und so macht und wir haben uns währenddessen rangeheftet, kriegen wir all den Schaden ab. Deswegen ist dieser Kampfstil, sage ich mal, sehr gefährlich. Der lohnt sich halt bei kleineren Monstern, ne, wie Izuchi und sowas. Izuchi ist bloß ein bisschen zu klein. Sagen wir mal sowas wie Hatsuras oder so, ne, die noch relativ klein sind. Sonst halt bei Monstern, die nicht so viele Fähigkeiten haben. Zum Beispiel Barot würde ich auch empfehlen. Barot macht jetzt auch keine so krasse Attacke, die einen dann one-shotten könnte. Wenn wir jetzt von normalen Barot reden, also auch ein hochrangiges Barot würde noch gehen, aber wenn es jetzt so ein spezielles Barot ist, wie, ja, das ist so ein Hyper-Apex-Barot, ja, dann würde ich auch aufpassen. Das muss ich aufpassen. Machen wir ein bisschen hier so. Bam, bam. Aua. Jetzt sind wir zurück. Aber ja, bei solchen Monstern geht dieses Ranheften, aber sowas wie Magna Malo, Zilogre, Rathalos. Obwohl, bei Rathalos geht's eigentlich auch. Man muss sich bloß auskennen mit seinen Attacken, ne? Ich denke mal, bei allen Monstern ist es so, dass man sich auskennen muss. Bei den Fähigkeiten, die die so machen. Dann ist, denke ich mal, jedes Monster wirklich machbar. Aber ja, das ist so, da benutze ich dann lieber die verdichtete Entladung. Die zeige ich euch dann zu dem Zeitpunkt, wenn wir die dann irgendwann mal haben. Und dann benutze ich diesen unbesiegbaren Gambit. Das heißt, statt diesen Himmelhieb, den ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe aus der Luft, wo wir so quasi den Sturzflug machen, da machen wir einfach eine Abfolge mit der Axt im Axtmodus. Und in dieser Abfolge können wir nicht unterbrochen werden. Das heißt, die ist ganz gut, um andere Monster zum Reiten zu bringen. Dieser unbesiegbare Gambit. Der ist halt dafür ganz gut geeignet. Und man kann den dann halt auch benutzen, um Monstern ja einfach nur Schaden zuzufügen, um immer so ein bisschen neben dem zu stehen, also die Axt quasi aufladen, ne, dass wir wieder diesen aufgeladenen Schwertmodus haben, weil ja auch dann der Axtmodus eben verstärkt ist. Und dann können wir diesen unbesiegbaren Gambit machen, ein Monster kann uns nicht wegschlagen. Natürlich haben wir dann auch die Gefahr, wie bei der Entladung, dass wenn das Monster dann eine richtig heftige Attacke macht, sind wir natürlich auch da wieder komplett, ja, also defensiv, in der Defensive halt gleich null, ne? Also wir kriegen dann komplett den Schaden rein. Allerdings geht die Attacke wesentlich schneller und ist auch noch leicht steuerbar. Man kann sich bei diesem unbesiegbaren Gambit halt ein bisschen aussuchen, in welche Richtung man quasi abdriften will. Aber gut, das hätten wir auch geschafft. Ein bisschen Überlänge heute. Lag aber auch daran, dass ich euch viel erklärt habe, viel zeigen wollte. Und den Text hier nehmen wir natürlich noch mit. Glückwunsch, Martox.
Du hast über Magna Malo triumphiert. Ja, ho, 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 was für ein Tag. Nach dieser sagenhaften Jagd befördern wir dich auf Jägerrang 3. Du kannst nun 3-Sterne-Quests von Minoto annehmen. Die Randale kommt mehr in Fahrt, also musst auch du immer besser werden. Nimm diese 9 Quests an und leg los. So, Hallöchen, Martox, hab eine Anfrage von der Gilde. Es gibt laufende Untersuchungen zu den hiesigen Rathalos und die Gilde möchte, dass du einen für sie fängst. Angesichts deiner Fähigkeiten wird das dich bestimmt ein Kröten... ich meine ein Kinderspiel. Ja, ho, ho, ho. Okay, jetzt haben wir viele noch Nebenquests. Ah, Martox. Genau dich brauche ich jetzt. Eine Freundin steht kurz davor, ihr erstes Jahr als Jägerin zu beenden. Ich würde der Kleinen zu diesem Anlass gerne eine neue Waffe schenken, aber mir fehlen ein paar Teile für die Fertigstellung. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber mein Bein ist immer noch nicht ganz verheilt. Also habe ich mich gefragt, du hast nicht zufällig ein paar herumliegen, die du nicht mehr brauchst? Oh, Kelbihörner, das wird schwierig. Kelbihörner habe ich gerade nicht dabei. Ich sitze hier den ganzen Tag rum, das ist mir bewusst. Da ist mir bewusst geworden, wie langweilig es in der Versammlungsstätte werden kann. Es ist schön hier. Klar, aber ein wenig Abwechslung ab und zu wäre echt nett. Ich würde gerne einen großen Origami-Kranich basteln, um den Raum aufzupeppen, aber ich habe Schwierigkeiten bei der Papierauswahl. Ich denke, ich brauche neue Inspiration für meinen Entwurf. Vielleicht ein Bild von etwas, das schön und majestätisch ist. Okay, diese Origami-Axt, das kann ich dann später auch nochmal näher erläutern, hat eine lustige Geschichte. Wenn wir sie haben, wenn wir sie bauen können, sagen wir mal so, dann zeige ich euch das mal. Schön, dich gesund und munter wiederzusehen, Martox. Meister Hojo ist natürlich auch froh, er macht sich immer Sorgen, ganz gleich wie gut du als Jäger bereits bist. Er hat sogar mal, ich mache mir Sorgen um Martox, auf seine Bilder geschrieben. Er ist immer ganz zappelig, bis du zurück bist und mir liegt er auch ständig in den Ohren. Ist Martox schon zurück? Ist Martox schon zurück? Woher soll ich das denn wissen? Aber ich verstehe ihn. So geht es mir mit Hinoa. Beim kleinsten Husten bin ich mit heißer Suppe und Decke zur Stelle. Verzeih, ich bin abgeschweift. Du kannst jetzt jedenfalls 3-Sterne-Quests erledigen. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Tja, und nochmal hier an der Stelle gesagt, ne? Wundert euch nicht, warum das jetzt gerade so schnell ging. Diese 3 Monster haben quasi nur ein Drittel ihres HP-Pools gehabt, ne? Das habe ich ja schon mal erzählt. Deswegen nicht, dass ihr jetzt denkt, so alter krass, der hat ja mega platt gemacht, die 3. Das liegt nicht an der... Also es liegt unter anderem ja an den Waffen. Aber naja. Gut, das ist jetzt eine bisschen Überlänge. Ich lese das noch vor und dann beginnen wir die nächste Folge. Oder beenden wir diese Folge. Oh, 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 Martox, hast du schon mal von Bombatki gehört? Die sind so süß und pummelig. Ich will einen knuddeln. Sie sind meine Lieblingsmonster. Wenn sie Gras ausstoßen, klingt es wie ein kaputter Ballon und ich flippe aus. Aber Saihaku kapiert es nicht. Er findet sie hässlich. Aber ich wette, er hat noch nie einen gesehen, der Gas verströmt. Könntest du bitte ein Foto von einem Bombatki machen, wie er gerade Gas ablässt? Ich wette, wenn Saihaku erst einen sieht, kapiert er, wie süß die sind. Können wir probieren, ja. Hast du schon mal von Azuros gehört? Yomogi hat gesagt, die sehen total lustig aus, wenn sie schlafen. Ich möchte so gern einen sehen. Ich wette, die sind super süß. Meinst du, du könntest für mich ein Foto von einem schlafenden Azuros machen? Du bist der Allerbeste, wenn du das machst. Das ist ja auch nicht schwer, ne? Müssen wir einfach nur Azuros fangen quasi. So, hier beim Dorfeingang will noch irgendwer mit uns reden. Und dann sind wir erstmal fertig. Mein Bruder sammelt Ideen für ein neues Schirmdesign, das robust, aber trotzdem modisch sein soll. Das wird bestimmt ein Verkaufsschlager, wenn er soweit ist. Die Sache ist nur, dass er leider nicht genug Material für alles hat. Und für uns ist es zu gefährlich, selbst welches zu besorgen. Könntest du uns nicht aushelfen? Ich bezahle dich, wenn sie sich gut verkaufen. Bitte. Oh, haben wir sogar alles. Hey, danke. Das ist genau, was wir brauchen. Nur gibt es ein klitzekleines Problem.
Naja, eigentlich ein großes Problem. Wir haben unseren Prototyp einer unserer Verkäuferin gezeigt und sie meinte, er sei für einen Schirm viel zu schwer. Tja, naja, die Massenanfertigung liegt also erstmal auf Eis und wir tüfteln einen neuen Entwurf aus. Aber hey, Meister Hamon und Nakago haben wohl eine neue Waffe gebaut, die auf unserem Prototyp basiert. Er war wohl echt schwer. Du solltest dir die Waffe auf jeden Fall mal ansehen. Und, können wir uns darauf einigen, dass das deine Belohnung ist? Wow. Danke für nichts. So haben wir noch ein bisschen Nebenquests, ne? Ob wir die machen. Schauen wir mal. Eine Folge in dezenter Überlänge. Es tut mir echt leid. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal. In der nächsten Folge werden wir dann die anderen Dorfquests hier, die anderen 5-Sterne-Quests weitermachen, ne? Also dann, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.